sind Van Helsing und Dennis Lynch-Irlands. So, mit dem Hengst Van Helsing, mit dem hannoverschen Hengst, dem Valentino Staccato-Sohn. Ja, guck mal, was der für Galopp hat. Dennis Lynch. So, braucht man gar nicht drüber spekulieren oder ähnliche Sachen. Den muss man einfach immer auf dem Schirm haben. Den muss man einfach immer auf dem Schirm haben, ganz einfach. Oder? Also, so ist das bei den Sportlern. So, Dennis Lynch und der hannoversche Hengst Van Helsing. Diese Zwischenzeit jetzt hier bei 17 Sekunden, die wir uns hier bei Dennis dann einmal nehmen. Nach diesem Mitsubishi-Sprung rechts in diese Kombination hinein. Jetzt heißt es, darf man schon mal so ein bisschen mehr riskieren. Nein, das macht er nicht. Auch er nochmal mit leichten Paraden vorne ran, um einfach das Feld weiterhin geschlossen zu halten. Auch wenn das eine 40er Zeit wird und wir bei Christian Kuckuck gesehen haben, dass das Ganze schneller geht, nämlich mit diesen 37 Sekunden. Dennoch eben das beste Ergebnis, weil fehlerfrei und diese Nullrunde, die beschert ihm eben die Führung im Preis der Bundesrepublik.